So, herzlich willkommen zur Kürbismarmelade. Ich werde meinen eigenen Simultandolmetscher machen. Im Falle, dass ich unverständlich sprechen sollte, dann sind Beschwerden eh zwecklos. So, grüß Gott, zum Kürbisgesetz. Ja, der Kürbis halbiert, auskühlt und dann, wie ihr sehr kennt, hier die Schale einigermaßen dünn abgeschnitten. Und das Fleisch dann gewirbelt und in den Topf geschmissen. Die Kürbis ausgehöhlt, geschält, gewirbelt und in einen großen Topf gebracht. Ganz wichtig, frischer Ingwer. Das schneidet alles, was man braucht, aber ein Anfang. Fauler sagt der ich bin, überlasse ich das Ingwer der Kleinen der Technik. So, das muss lange, ja, das muss reichen. Und da habe ich auch schon die Marmelade-Kelzgläser mit heißem Wasser gefüllt so ein bisschen, damit sie sauber werden und sich dann mal zuziert. Hier sind die Marmeladengläser, die schon gereinigt und mit kochendem Wasser eingegossen wurden, um sauber zu werden. Sehr wichtig, dass die Nelken nicht im Ganzen da reinkommen. Aus Erfahrung kann ich sagen, die machen sich ganz blöd wieder raus. Deswegen einfach in ein dafür vorgesehenes Behältnis begeben und mit gekochten Halt rausgezogen. Ein Schluck Wasser drunter, damit es nicht gleich anbrennt, aber nicht zu viel, sonst wird es nachher eine Suppe. Also ich schäle sie etwa so dick ab, eventuell kann man sie glaube ich auch noch dünner abschneiden, aber das war mir zu mühselig. Jetzt aufkochen und dann etwa 10 Minuten weich kochen, können auch 15 werden, und dann den Zucker angeben und dann abfüllen. Meine Kochdauer war sehr großzügig berechnet, also das kocht jetzt schon 5 Minuten und wird sicherlich noch eine Viertelstunde kochen müssen, was vielleicht auch daran liegt, außer dass ich mich verschätzt habe, dass die Stücken sehr groß sind und der Kürbis noch nicht sehr überreif war. So, jetzt ist er gut genug durchgekocht und schön breiig. Jetzt habe ich ihn abgeschalten, dann wird er püriert und wenn der Nebel vorbei ist, dann kommt der Zucker ran, wird aufgekocht und dann ist er fertig. So sieht es dann kochend aus. Ja, sowas kommt von sowas. Was denn? Halbe Stunde stehen lassen, dann umdrehen, fertig.